Moin Moin Leute, da sind wir also wieder. Herzlich willkommen zum vorletzten Gruppenspiel in dieser Champions League Saison gegen Manchester United. Das Hinspiel gewannen wir also mit 1:0. Genauso wie auch das darauffolgende gegen Sporting mit 2:1. Jetzt also nach 2 Niederlagen gegen Celtic Glasgow geht's nochmal gegen Man U. Wir sind momentan auf Platz 3 nur noch. Wollen natürlich ins Achtelfinale kommen, das ist unser Ziel. Wir haben jetzt 2 Bundesliga-Siege in Folge feiern können. Jetzt also mit Selbstvertrauen gegen Manchester United wieder. Zum dritten Mal in Folge mit der gleichen Startaufstellung. Mit Kirchhoff auf der 6. Vorne Van Wolfswinkel und Huntelaar, der holländische Sturm. Büttner als Linksverteidiger, klar. Philipp Max im linken Mittelfeld. Mal schauen, was das wird. Philipp Max kann den Ball nicht im Feld halten. Huch. Wir sind auf Pause gedrückt. Ausverkauftes Haus natürlich hier wieder in der Felddienstarena. Und Man U mit einem klassischen 4-4-2. Was sie für einen Sturm haben mit Rooney und Van Persie ist natürlich eine Wucht. Philipp Max jetzt, der junge Shootingstar bei unseren FC Schalke 04. Chiellini, Linksverteidiger bei Man U. Das ist Nani gegen Garrix. Nani setzt sich durch. Marchisio und Rooney gegen Hövedes. Nani mit der Flanke. Das ist Van Persie. Robin Van Persie. Xabi Alonso kommt nicht ran. Huntelaar sucht Van Wolfswinkel, der den Ball nicht entgegenkommt. Rooney lässt sich ins Mittelfeld fallen. Spielt links raus auf Nani. Nani vorbei an Garrix. Nani auf Xabi Alonso, der weiter auf Van Persie. Nochmal raus auf Antonio Valencia. Dann kommt die Flanke auf Rooney und Hövedes ist da. Und ja, rettet für Arthur Moraes, bevor Rooney das Ding reinschieben hätte können. Der hätte ihn eigentlich direkt nehmen müssen. Wollte ihn aber annehmen, sodass Hövedes dazwischen kam. Büttner und Papadopoulos zusammen stoppen sie da Van Persie. Aber Man U drückt jetzt erstmal. Van Persie nochmal. Da ist wieder Antonio Valencia. Weder Büttner noch Max haben da aufgepasst. Ab Flanke. Hövedes ganz stark. Vor Nani. Van Wolfswinkel, Draxler. Und Huntelaar wieder am Ball. Nochmal Kirchhoff. Draxler dreht sich. Schlecht gespielt von Jürgen Draxler. Nani mit dem langen Ball. Weit nach vorne auf Robin Van Persie. Der zwar jetzt nach außen abgedrängt wurde damit, aber natürlich auch gut flanken kann. Mit rechts sogar. Verpasst allerdings Freund und Feind. Man U momentan die bessere Mannschaft. Einwurf für unsere Schalker. Garrix auf Hafan. Und Draxler. Van Wolfswinkel gegen Ferdinand. Van Wolfswinkel setzt sich durch. Huntelaar schickt Philipp Max auf die Reise. Und er ist durch. Philipp Max mit der Chance frei. Vor De Gea. Und Philipp Max macht es. 1:0 für Schalke. Durch Shootingstar Philipp Max. Klasse gesehen, dass Max da durchläuft und er zieht rein in die Strafe und hat einen Torriecher und wartet ganz lange, bis ihn dann ins kurze Eck reinhaut. Klasse Aktion. Der junge Philipp Max. Höhe der stark vor Rooney. Aus dem Nichts also die Chance für unsere Schalker. Und jetzt Draxler. Raus auf Verfahren. Na, Nani kommt da nicht so leicht vorbei. Rooney. Nani. Nochmal Rooney. Und Kirchhoff. Wehrt den Ball ab. Huntelaar. Links raus auf Philipp Max. Nochmal Philipp Max. Gut gespielt. Schade. Garrix müsste eigentlich von Rooney an den Ball kommen. Kommt da nicht. Jetzt aber Garrix. Rooney setzt den Fuß drauf. Marchisio. Van Persie gegen Papadopoulos. Van Persie und Arthur Moraes. Oh, 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 oh. Was macht Garrix denn da? Unnötige Ecke jetzt, aber klasse Reaktion von Arthur Moraes. Garrix hätte ihn klären können. Schießt Moraes an und der... Ecke erstmal geklärt. Aber Man U weiter bei Besitz. Draxler blockt ab. Büttner, klasse. Jetzt die Kontermöglichkeit. Huntelaar, Draxler. Dauert zu lange mit dem Kontern. Wir bleiben erstmal im Ballbesitz. Garrix, langer Ball jetzt auf Van Wolfswinkel. Verfahren. Spielt wieder zurück. Ja, auf jeden Fall gut gelöst. Angriff aufbauen jetzt. Verfahren. Draxler. Huntelaar gegen Ferdinand. Foul von Rio Ferdinand. Sieht dafür die gelbe Karte. Und eine gute Freistoßposition für unsere Schalker Mannschaft. Gucken wir nochmal Huntelaar den Ball hier an. Legt ihn vorbei an Ferdinand. Und Ferdinand geht da. Ja, doch mit dem Schuh. Tritt er eher auf Huntelaars Schuh. Und jetzt war mit dem Freistoß, bleibt wieder in der Mauer hängen. Nochmal Huntelaar. Huntelaar, zweite Schalke! Kurz vor der Pause! Klaas-Jan Huntelaar!
mit dem 2:0. Das nenne ich doch mal Effektivität. Fafa mit dem Freistoß, schießt sogar Huntelaar an da. Und der legt sich da irgendwie durch die Mauer durch und trifft zum 2:0. Klaaschen Huntelaar, das war eine komische Freistoßvariante. Verfahren, haut das Ding volle Kanne rauf. Huntelaar blockt den irgendwie ab. Der blockt den nochmal von der Mauer ab, quengelt sich da irgendwie durch und schiebt ihn dann ins lange Eck ein. Eigentlich ein kurioses Tor, aber eine 2:0-Führung zur Pause gegen Manchester United. Und das sieht ja wieder richtig gut aus hier in der Champions League. Die zwei Siege in der Liga haben also richtig gut getan. Das ist genau... genau so haben wir uns das vorgestellt. Das für Kontern, Spielergespräche... Huntelaar, klasse bislang. Auch Philipp Max, natürlich saubere Leistung. Van Wolfsbeek motivieren wir dann noch. Kirchhoff motivieren wir noch. Der hat das bislang auch ganz gut gemacht. Und Draxler mit der 4 zur Zeit motivieren wir auch nochmal. Philipp Max kriegt natürlich eine Massage durch. Dann noch Wieferfan und Draxler, die beiden, die nicht so gut bestückt sind. Mit Fitness und mit Frische eher. Max, glaube ich, müssen wir die Trainingsleistung noch ein bisschen runterstellen. Und dann geht's los mit Hälfte 2. 2:0 Führung im Rücken. Das dürfen wir uns eigentlich nicht verspielen. Und da haben wir schon wieder den Ball. Verfahren. Nochmal zurück auf Kirchhoff. Draxler. Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel mit dem langen Ball. Aber Raphael ist da. Vor Max. Was war da jetzt ein Foul dran? Meiner Meinung nach hat Garrix da nur den Ball gespielt. War ja auch vor dem... Spieler von Manchester United. Nani direkt geflankt, aber Hövedes steht da wie ein Baum. Huntelaar. Gut gesehen, dass Philipp Max über links kommt. Philipp Max wieder zurück in die Mitte. Draxler auf dem Fußgelenk. Das müsste aber abseits gewesen sein. Dichter kommt aber raus und damit geht das Spiel weiter. Raphael auch langer Ball nach vorne auf Van Persie. Der raus auf Valencia gegen Büttner, dem ehemaligen Spieler von ManU. Oder gehört er noch zu ManU? Ist ja nur ausgeliehen. Das ist Rooney! Eiskalt, wie sie das 1:2 erzielen. Da geht dann aus Provokant zur Kamera. Gucken wir nochmal genau drauf. Wie das Tor hier fiel. Rausgespielt auf Nani, der wieder direkt gespielt. Und Rooney steht da völlig frei in der Mitte. Verstehe auch nicht, warum das kein Abseits war. Habe ich nicht ganz gesehen. Schade. Viel zu früh das Anschlusstor in der 55. Minute. Und Rooney setzt gleich nach. Van Wolfswinkel da ganz schwach. Paderbrus aber klasse. Der Pass war aber nicht gut. Wieder lässt Büttner da Antonio Valencia laufen. Van Persie gegen Papadopoulos. Van Persie. Stark von Papadopoulos. Und jetzt klärt ihn auch vernünftig. Van Wolfswinkel marschiert durchs Mittelfeld. Raus auf Max. Max bleibt am Raphael wieder hängen. Klasse Stimmung von der Nordkurve. Und wieder Papadopoulos. Bärenstark in der Verteidigung. Marchisio. Holt sich den Ball vor Verfahren. Van Persie. Kirchhoff hilft hinten mit aus. Sehr schön. Jetzt schießt sie raus auf Nani. Wieder der Koloss von Rodos. Huntelaar von Wolfswinkel. Nein, Max geht ran. Max nochmal auf Huntelaar. Und Huntelaar mit dem langen Ball auf Verfahren. Nee, den kann er nicht kriegen. Nee. Der war schlecht gespielt von Huntelaar. Michael Carrick kommt rein. Der erfahrene zentrale Mittelfeldspieler. Für Marchisio. Und noch ein Wechsel. Evans für Rio Ferdinand. Garrick, Verfahren, holt sie den Ball. Verfahren, die Flanke auf Huntelaar. Der mit dem Kopfball aus 16 Metern. Aber anders hätte er den nicht gekriegt. War die beste Möglichkeit, die Huntelaar da machen konnte. Verfahrens Flanke, weiß nicht wie. Hat er, glaube ich, einfach nur blind reingeschlagen. Alonso, langer Ball nach vorne, wieder Papadopoulos, stark vor Van Persie. Den schalten wir eigentlich aus, den Van Persie hier. Huntelaar, langer Ball auf Van Wolfswinkel. Auch wieder viel zu steil. Und fangt sich her, klärt ihn aber so. So, Büttner, klasse. Draxler, schlecht gespielt von Jürgen Draxler. Wird im Wechsel kommen. Für Draxler wird Renato Augusto ins Spiel kommen. Und auch für Philipp Max bringen wir eine frische Kraft rein. Zwar Michel Bastos als erfahrene Lösung da. Kirchhoff, gut gelöst. Nochmal Draxler, links raus auf Philipp Max. Draxler, Huntelaar, Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel, klasse, vorher wieder schon. Max läuft auf links frei, stark. Philipp Max, jetzt müsst ihr flanken.
Die Flanke war nicht gut. Max kommt aber nochmal an den Ball. Ah, der Pass war auch nicht gut von ihm. Langer Ball nach vorne jetzt. Rooney ist frei durch. Rooney, nee. Ganz schlecht gelöst von Wayne Rooney. 82. Minute. Wir führen weiter mit 2-1. Jetzt ist der Wechsel. Renato Augusto und Michel Bastos ins Spiel. Für Max und Renato Augusto. Büttner mit dem Einwurf. Das ist Bastos gleich. Kommt nicht an den Ball, aber Papadopoulos ist da. Wir bereiten schon mal den nächsten Wechsel vor. Und zwar Roman Neustädter für Klaas-Jan Huntelaar. Wieder mal, also die Abwehrstärken mit der Doppel-6. Neustädter zurzeit nur noch der Joker da im Hintergrund, wie letzte Saison schon. Konnte den Stammplatz leider zurzeit nicht verteidigen. Huntelaar. Der Pass war richtig stark auf Fafan. Fafan! Schlecht gespielt, aber. Rooney, Renato Augusto da. Sehr schön. Und Kirchhoff. Ah, wollte Huntelaar suchen. Hat ihn aber nicht gefunden. Papadopoulos wieder bärenstark, der Grieche da hinten drin. Und Huntelaar. Van Wolfswinkel, Fafan gegen Janet. Fafan muss weiter nachsetzen. Jetzt, jawohl, jetzt haben wir ihn. Oh, böses Foul am Fafan. Böses Foul am Fafan. Das kann aber nicht wahr sein. Papadopoulos nochmal ganz stark gegen Van Persie. Nachspielzeit läuft. Der Wechsel kommt, glaube ich, gar nicht mehr in Neustädter. Huntelaar nochmal. Oh, was macht Klaas und Huntelaar denn da? Und nochmal Bastos. Jawohl, jetzt verteidigen wir alle. Hau das Ding raus und es ist vorbei. Oh, Renato Augusto mit dem Fehlpass. Aber Renato Augusto holt sich den Ball wieder. Ganz stark. Nochmal Fehlpass. Pfeift doch mal ab hier. Verfang kommt da nicht mehr hinterher, klar. Van Persie gegen Papadopoulos. Renato Augusto klärt. Und jetzt. Jetzt weg den Ball. Da ist es. Jawohl. Das ist der Sieg gegen Manchester United. Am fünften Spieltag in der Gruppenphase der Champions League. Wir sind wieder zurück im Rennen. Jawohl. Das müsste fast das Achtelfinale sein. Gucken wir den Hansa-Fan an. Der freut sich. Und wie. Den Sieg haben wir uns erkämpft. Den Sieg haben wir uns wirklich erkämpft. Nach vorne ging nachher, ja. War nicht toll. Kirchhoff hat das gut gelöst da hinten auf der 6er Position. Ja, Analyse kommt gleich natürlich. So Leute, 2-1 Sieg gegen Manchester United. Wir schlagen Man U zweimal in der Gruppenphase. Huntelaar mit dem Tor und der Vorlage. Philipp Max auch mit dem Tor. Das war einfach eine klasse Leistung heute von uns. Auch Papadopoulos, klar, bester Mann. Der war wirklich überragend da hinten drin. Hat Van Persie super ausgeschaltet. Auch Kirchhoff nur mit einer 3,5. Hat für mich aber sehr gut gespielt da hinten drin. Sehr gut alles abgeräumt. Ansonsten, klar, die Wechsel kamen wieder relativ spät. Konnten wir auch nichts gegen machen. Früher wechseln ging nicht. Also, saubere Leistung. Wir schauen mal auf die Ergebnisse in der Gruppe. Also, wir sind wieder Gruppenerster. Aber. Ja, es geht um alles am letzten Spieltag. Es ist alles drin. Sollte Sporting uns höher schlagen, als wir gegen sie gewonnen haben, sind wir sogar ganz raus. Gut, wenn die anderen natürlich auch mitspielen. Aber wir haben alles in der eigenen Hand. Selbst mit einem Unentschieden dürften wir das Achtelfinale erreicht haben. Also, es sieht sehr gut aus. Das ist doch mal prima. Schauen wir auf die anderen Gruppen noch fix. Haben wir lange nicht mehr raufgeguckt. Leverkusen in der Gruppe A. Nur Platz 3. Hat noch ein paar Außenseiterchancen gegen Valencia vielleicht. Ansonsten Chelsea und Valencia da oben mit bei. Gruppe B. Hannover 96. Auf Platz 3 immerhin. Haben gegen Bilbao jetzt 2-0 gewonnen. Sieht auch ganz gut aus. Auch die haben noch ein paar Chancen vielleicht auf Platz 2. Aber Europa League wäre doch gut für sie, dass, wenn sie da reinkommen noch. Gruppe C. Borussia Dortmund. Ja, hat noch ein bisschen zu kämpfen, aber auch in alles in eigener Hand, was das Achtelfinale angeht. Gegen Real Madrid haben sie jetzt 2-0 verloren. Auch davor gegen Donetsk. Ist aber nicht Schachtel, Donetsk ist eine andere Donetsker Mannschaft. Gruppe D haben wir gesehen. Gruppe E sehen wir Man City und Neapel vorne. City ganz klar schon weiter. Gruppe F, Paris Saint-Germain und Juventus Turin. Paris ist durch. Turin muss sich da noch ein bisschen zusammenreißen am letzten Spieltag. Gruppe G, Bayern ganz vorne mit dabei. Zwar nicht souverän, aber sind ganz oben dabei. Und auch Gruppe H, St. Petersburg und Salzburg vor Barcelona noch. Barcelona hat erst 6 Punkte geholt. Meine Güte. Stimmen, was sagt der Hansa-Fan? Wichtig war in erster Linie der Sieg, auf jeden Fall. Man hat deutlich das Engagement der Mannschaft gesehen. Leider sind im Übereifer einige Fehler passiert. Naja, aber gegen Man U, okay. Wir haben Man U zweimal geschlagen. Was soll man dazu noch groß sagen? Das ist schon eine saubere Leistung gewesen. Jetzt geht es gegen Fortuna Düsseldorf. Da müssen wir wieder nachlegen gegen die Truppe von Norbert Meyer. Und dann müssen wir das haben. Verfahren hat eine Warnzerrung. Da hat er sich eine Zerrung bei Zugriff bei diesem Foul vorhin. Wird für Düsseldorf erstmal ausfallen.
Ian Taylor bleibt bei seinem Verein, schade. Und Belger akzeptiert das Angebot auch er kommt zu uns, sehr schön. Daniel Belger. Na super, haben wir unsere zweite Mannschaft wieder aufgebaut. Schön mit solchen Training, wird aber in der ersten Mannschaft nicht in Frage kommen. Maxi Meyer wird ja nach Braunschweig wechseln. Zur Laie erstmal, Scouting abgeschlossen gegen Düsseldorf. Gut, das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.